Hallo, ich bin Eddie und ich spiele Civilization 6. Wir sind jetzt in der 45. Runde, 2240 vor Christus. Wir spielen das Japanische Reich und wir befinden uns im Zeitalter Klassik. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was die nächste Runde so mit sich bringt. Das ist ja das Motto von Civilization 6. Nur noch eine Runde. Das war es schon seit dem ersten Teil, aber hier merke ich es auch wieder extrem. Nur noch eine Runde. Nur noch eine Runde. Nur noch eine Runde. Und man hört einfach nicht auf. So, wir kriegen wieder einen Bonus. Sehr schön. Sehr schön. Mark Twain. Vorgelesen von Sean Bean. Without craftsmanship, inspiration is a mere reed shaken in the wind. Johannes Brahms, vorgelesen von Sean Bean. Dann wollen wir uns mal die Politik anschauen. Zwei neue. Wie nennt man das eigentlich? Ich nenne es immer Dekret oder so, das ist wahrscheinlich das komplett falsche Wort, aber ich finde das Wort irgendwie so passend. Hier steht einfach nur Politik. Diese Politik wähle ich jetzt aus. Produktion für Handwerker. Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike und Klassik. Bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen Karten aktuell. Ich könnte mir noch mehr Gold durch Handelswege holen, aber ich habe nur einen Handelsweg. Dann bleibt es vielleicht dabei. Vielleicht produziere einfach ein paar mehr Nah- und Fernkampfeinheiten. So, der verzieht sich hier gerade. Hinter ihm waren gerade noch Barbaren her. Vielleicht sollte er sich mal kurz ausruhen. Der Handwerker, sehr gut. Und zwar ist der Plan mit dem Handwerker, hier hinten Reis anzubauen bzw. abzubauen. Dann schauen wir uns doch mal das an, aber nein, vielleicht auch nicht, denn ich wurde wieder zurückgepfiffen. Auch nur Eis. Na gut, na gut. Ich wollte mir das hier mal anschauen. Ach, ist das nicht ein schöner Bezirk? Steht da auch was? Da steht jetzt gar nicht drauf, was es sein soll. Ach, heilige Stätte, doch da unten. Plus drei Glauben. Denn ich habe einfach super viel Bonus drauf bekommen, was mich mega gefreut hat. Wir brauchen eine neue Forschung. Wir haben jetzt die Schrift erlernt. Jetzt erforschen wir. Währung klingt nicht schlecht. Ich finde Reiten abgefahren. Habe ich ja zuletzt auch schon gemeint, deswegen mache ich das jetzt auch. Wir können ja schon mal anfangen, Reiten zu lernen. Wenn ich dann merke, nee, irgendwie zieht sich das zu lang und ich würde gerne erstmal was anderes machen, kann ich es ja noch ändern. Das ist ja das Schöne. Ihr braucht nur noch zwei Züge dank des Handelsweges. Mal frühes Reich. Und wir brauchen eine neue Produktion in Nagoya. Sehe ich das richtig? Produzieren wir da aktuell nichts mehr? Ist das fertig? Ach so. Können jetzt noch einen Schrein bauen? Haben wir den Kornspeicher schon? Ich glaube nicht. Den haben wir nur da unten gebaut. Siedler fände ich interessant, aber 24 Runden für einen Siedler ist auch extrem. Heilige Stättengebet. Oha. Vielleicht mache ich so ein Projekt. Da lohnt sich aber vielleicht auch ein Schrein langfristig mehr. Dann wird das hier so mein buddhistisches Zentrum. Achso, das wird dann hier drauf gebaut. Wie cool ist das denn bitte? Ah, mega gut.
Wir sind jetzt fast angekommen in Jerusalem. Kann ich nach da oben? Ist das Tundra? Ja, sieht so aus. Ach, ich hatte hier unten schon einen schlechten Start. Es war echt sehr beengt hier unten und ich habe sehr wenige Ressourcen gehabt, bis auf die Fische. Und ich weiß nicht, ob es auf Seekampf hinauslaufen wird. Wobei, der Kontinent gibt das schon sehr gut her. Und Paris ist jetzt auch nicht so weit weg vom Wasser. Und Paris macht ja auch ordentlich Stress, wie man hier sieht. Unfreundlich, die gute Katharina. Ja, der soll mal so bleiben, wie er ist. Rom, Frankreich. Umasi und jetzt ich. Der hat sich ein bisschen geheilt. Unser Handwerker braucht einen neuen Auftrag. Modernisierung erstellen. Bauernhof. Habe ich das noch nicht? Ach so, ich habe noch gar nicht damit angefangen. Ja, sehr gut. Dann hier. Her mit dem Reis. Och, fliegt doch nicht immer sofort weg. Ich finde das mega interessant. Ups. Ich finde das einfach mega interessant, was daraus wird, wenn ich auf Reis stehe, dass dann ein Bauernhof so aussieht. Die Galeere soll natürlich weiter nach hier oben fahren. Und er soll sich mal das hier hinten anschauen. Ob es jetzt hier gleich Krieg gibt? Ich glaube, ich stehe hier sehr schlecht. Wir beginnen, die Aufmerksamkeit der großen Menschen der Welt zu erzeugen. Natürlich gibt es andere Leader, die für ihre Aufmerksamkeit auch vieren. Oha, jetzt geht's um große Persönlichkeiten. Ich bin sehr gespannt, wie sie das im Spiel haben. The more specialized districts we construct, the more we will draw in specialized great people to share their talents with our civilization. I advise that we continue to build these. Oha, okay. Mehr Spezialbezirke für mehr interessante Leute. Ich sehe gerade, dass hier einfach mal so ein Speer sitzt von den Barbaren. Den könnte ich eigentlich locker besiegen, wenn ich meinen Schleuderschützen dahin zurückbringe. Und da die gerade eh nur bei mir rumstehen, mache ich das auch direkt. Weil der kann ja eh nirgendwo hin, außer zurück zu mir. Der Handwerker braucht einen neuen Auftrag und der soll sich mal um Bananen kümmern. Wieso fährst du nicht? Hängt das Spiel? Ja, so ein bisschen. Es läuft sehr gut, muss ich zugeben. Ich habe die Grafikeinstellung am Anfang ein bisschen hochgedreht, dann wieder ein bisschen runtergedreht. Aber es läuft doch zu 99% super flüssig. Es hat halt die Hänger, wenn es anfängt, Sachen zu berechnen. Aber das ist auf jeden Fall zu verkraften. Einen Campus hätte ich, glaube ich, gern. Wobei, ein Hafen klingt auch so fantastisch. Ich habe auch noch kein Wunder. Ich bin echt unentschlossen. Wenn ich mir mal so meine Werte anschaue, ich kriege relativ viel Gold, glaube ich. Kulturmäßig habe ich wenig Punkte. Aber ich kriege durch den Hafen eine Handelswegkapazität mehr. Das kann auch viel wert sein. Ich muss mir auch mal anschauen, was ich vielleicht daraus gewinnen kann, oder? Kann ich das nicht auch nochmal irgendwo mir anschauen? Gibt es da keinen Baum? Wahrscheinlich nicht. Eigentlich brauche ich was Kulturelles, dann brauche ich vielleicht doch das Monument. Aber das kostet 9 und die anderen Sachen. Bin echt unentschlossen.
Ich weiß, was ich baue. Siedler, ich mache mir eine neue Stadt. Okay, unser Händler kommt jetzt so langsam zurück. Mal gucken, was der hier macht, ob der da stehen bleibt. Oha, was gab's denn hier? Irgendwas reitet hier doch. Irgendwas schießt hier doch. Irgendwas passiert hier, aber ich sehe es nicht. Oh. So, Krieger, du musst da mal aus dem Weg gehen, denn der Arbeiter will hier gleich da drauf. Deswegen, geh mal dahin. Und du, mich würde es mal interessieren, ob du angreifen kannst. Anscheinend nicht. Ja, ich werde mal die Erkundung automatisieren. Oh, ich könnte den nochmal angreifen. Der sieht ziemlich angeschlagen aus. Aber erstmal schaue ich mir das... Oh nein, nicht dahin. Ah, oh, direkt neben so einen blöden, barbaren Außenposten gestellt. So, erstmal macht Rom seine Faxen. Dann Frankreich. Und jetzt greifen mich die Barbaren an. Oh, hier kämpft man. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass meine Figur da steht, weil sich der Krieg vielleicht dadurch verzögert. Wobei, jetzt werden hier von Barbaren, von berittenen Barbarenbogenschützen angegriffen. Oh nein, das wird nicht einfacher. So, ja, du musst auf jeden Fall so schnell wie möglich weg. Oh, das sieht ja schön aus. Hier ist es, ach, hier würde ich auch ein Dorf gründen wollen. Gut, weiter geht's. Auftrag, Angriff. Meine Galeeren rasten ein bisschen aus, seitdem sie automatisch gesteuert werden. Okay. So, Angriff. Und du? Wieso stehst du denn da? Ah, das sind nochmal andere von mir. Boah, du könntest mal hier rüber gehen. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ja, kriegstechnisch sieht es ganz gut aus bei Frankreich. Jetzt. Ich stehe jetzt auf den Bananen, aber ich kann nichts daraus machen. Oh, ich brauche Bewässerung. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz meine Prioritäten ändern und auf Bewässerung gehen. Und ich werde den jetzt nicht auf Ausruhen. Na, auf Runde überspringen muss ich klicken. Nicht auf Ausruhen, sonst vergesse ich den wieder. Die stehen da oben nicht schlecht. Die sollen sich erstmal verschanzen. Und du sollst mal weiter gucken, was es hier noch so gibt. Oh, die sind hier fast kaputt. Die könnte ich ja sogar angreifen, glaube ich. Tatsächlich. Das könnte ein Plan sein. Moment mal. Ey, wohin fliegst du? Was passiert hier? Hier hört doch was. Wer kämpft hier? Was ich sagen wollte ist, ich dachte, die haben Krieg, aber nee, Frankreich hat ja Stress mit Sansibar. Your Grace, I worry about the happiness of our citizens. I would advise that we investigate a means of increasing their contentment. Okay. Oh nein, das wurde eingenommen. Ah, damn it. Das wollte ich doch machen. Mir gefällt es nicht, dass es immer zu dem nächsten springt. Ich muss das mal ausstellen. Nee, irgendwie finde ich das nicht. Nee, macht er halt. Na gut.
Nee, du übersprichst nochmal die Runde. Und du greifst natürlich an. Ist gar nicht so effektiv, wie ich dachte, aber ungefähr die Hälfte haben wir schon mal weg. Oh, was haben wir denn hier? Mehr Annehmlichkeiten nachher an das, was sie gerade erzählt hat. Unsere Assistentin. Für was gilt denn das? In Nagoya. Ach ja, das ist sehr religiös geprägt gerade. Die fühlen sich ein bisschen voreingenommen wahrscheinlich von mir. Wir wollen eigentlich ein schönes Theater oder so haben und nicht hier irgendwie so eine religiöse Stätte, wo die sich den ganzen Tag geißeln müssen oder so. Du kannst immer noch nichts anbauen, tut mir leid, noch zwei Runden. Und du greifst nochmal an. Komm schon, yes, geschafft. Ah, jetzt habe ich auch einen Bonus auf Bogenschießen. Ich wollte es ja eigentlich vermeiden zu lernen quasi, zu erforschen. Aber wenn ich dann jetzt einen Bonus drauf habe, kann ich es ja auch mal eben schnell erforschen. Oh, eine Stadt-Quest abgeschlossen. Sehr schön. His luxury is like air conditioning that brought down the Roman Empire. With air conditioning, their windows were shut. They couldn't hear the barbarians coming. Oha. Schönes Zitat. So, was haben wir jetzt noch? Landvermessung. Und Produktion für Siedler. Ich glaube, ich baue ja gerade einen Siedler oder ich erforsche gerade einen Siedler, deswegen nutze ich das einfach mal und bestätige diese Politik. Genau, jetzt brauche ich nur noch vier Runden bis zur Fertigstellung. Auch eine neue Ausrichtung. Militärtradition braucht nur noch fünf. Aber ich finde Staatsdienertum sehr gut. Das passt doch irgendwie zu Japan, Staatsdienertum. Und hier haben sich jetzt meine Grenzen vereinigt. Das freut mich. Jetzt fühlt sich Japan viel mehr nach Japan an, wo diese zwei Städte irgendwie zu einem Bündnis geworden sind. Der Handwerker kann noch immer nichts machen. Der Krieger, der soll einfach mal sich verschanzen. Ja, der hat das jetzt auch schön erledigt, deswegen kann der wahrscheinlich auch einfach zurück. Über die Straße geht das am schnellsten. Unsere Galeeren fahren weiter. Haben wir hier ein Stammesdorf, haben wir entdeckt, das ist hier. Ach so, schau mal an. Und hatten wir nicht hier oben? Wenn wir jetzt mit dem Speer nach hier unten kommen, in 9 Runden, dann gehört es uns. Mal gucken. Gerüchten zufolge, Rom betet zu einem Pantheon, dass auf dem Glauben irgendwas passiert. Okay. Darina hat sich wohl dazu entschlossen, mit mir ein bisschen zu verhandeln. Ich weiß nicht, auf wie sie sich fühlt, ja, ob sie sich jetzt als Hochstatus fühlt oder sich eher denkt, ja, ich bin mal lieber cool mit dem Japaner, denn die werden mir bestimmt noch Ärger bereiten und das denke ich nämlich auch. So, mal gucken. Ihr Angebot sind offene Grenzen. Und 163 Gold pro Runde. Und ich verstehe das nicht so richtig, wie das funktioniert. Mein Angebot, ihr Angebot. Und soll ich ihr meine Stadt geben? Das ist mir zu kompliziert. Ich verstehe dieses Menü nicht. Und wenn da schon meine Stadt steht, dann muss ich das leider ablehnen. Ich kann dir doch nicht meine Stadt geben.
Oder geht es um offene Grenzen in Nagoya? Speziell. Ich verstehe das nicht. Ich lehne das einfach mal ab. Eieiei, wie sie enttäuscht ist. So nicht, meine Liebe. So nicht. Ja, da. Ich kenne mich nicht aus mit internationaler Politik, aber wenn du mir schon so kommst, dann mache ich da nicht mit. Sehr schön. Mit diesem Zitat möchte ich auch direkt dem Handwerker sagen, dass er hier eine Plantage bauen soll. Nicht immer gleich weg. Wieso geht die Kamera immer gleich weg? Sehr fein. Ich will noch mal gucken. Das kann doch nicht wahr sein, dass es immer wegfliegt. Ich habe das schon mal gespielt und da war das nicht so extrem. Jetzt seht ihr auch mal, wie hier so meine Einstellungen sind. Na gut. Was ich noch nicht weiß, ist, was die animierte Tageszeit macht. Würde mich so ein bisschen interessieren. Ach so, macht tatsächlich das? Ah, sehr cool. Wenn ich jetzt die aktuelle Uhrzeit, wir haben es ja schon relativ spät, 20.40 Uhr, wenn ich die mal einstelle, was passiert dann? So ungefähr. Okay. Dämmerung. Was erforschen wir denn? Die Reiterei wollte ich weiter erforschen. Ach, sehr gut. Die haben sich mittlerweile wieder geheilt. Dann können die sich vielleicht mal auch dieses Gebiet hier hinten anschauen. Mit denen ziehe ich nach hier oben. Oha. Ja, ein neuer Außenposten, den wir angreifen können. Was kann ich noch mit dir machen? Hier ist überall Wald, da kann ich nichts bauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier, ich könnte das Ding jetzt trockenlegen, nicht wahr? Vielleicht mache ich das. Kann der übers Wasser, sehe ich das richtig? Wahrscheinlich nimmt er sich da ein kleines Boot, oder? Mein Speer hier oben ist auch von einem anderen Speer konfrontiert, aber das ist okay. Ne, du läufst trotzdem weiter nach hier unten. Du läufst weiter nach hier unten. So. Oh, ach, das ist auch ein Speer. Der sah irgendwie anders aus. Ich dachte schon, das sei ein Wolf. Würde ja auch zu Rom passen. Wenn man ein bisschen in Geschichte aufgepasst hat, weiß man, was ich meine. Oh nein. Ein Barbarenreiter ist ja sehr viel mächtiger als mein Krieger. Deutliche Niederlage. Also ja, er ist sehr viel mächtiger. Also Krieger, zieh dich mal ein bisschen zurück. Irgendwas Neues entdeckt. Oha. Ist das ein neues Dorf oder sieht das nur so aus? Muss aber zurück. Alte Ruinen. Okay, hatte ich auch noch nicht. Hoffentlich kommen wir als erstes nach da unten.
Irgendwie kommen wir hier nicht vorbei. Ich werde jetzt mit dem Schleuderschütz nach hier oben gehen und versuchen, hier anzugreifen. Und der soll sich erstmal verschanzen. Oha, ich habe Siedler. Oh, sehr gut, sehr gut. Wenn ich jetzt mal einfach mal so ein bisschen drüber nachdenke, wo ich hinbauen sollte, könnte, wollte, hier gibt es einige Ressourcen, die ich vielleicht gebrauchen kann. Bin dann aber sehr nah an Parikis und die sind mir ja nicht sehr wohl gesonnen. Hier ist alles rot, weil einfach schon alles belegt ist hier im Norden. Vielleicht muss ich hier extra hinbauen, um einfach mal ein bisschen Platz zu schaffen. Aber dann fängt einer bestimmt hier wieder an, was zu bauen und dann... Ach, diese verzwickten Grenzen. Hier schnell was hinbauen, aber die wachsen nicht wirklich, diese kleinen Stadtstaaten. Also muss ich eigentlich mich hier breit machen. Also ich muss mit meinen Siedlern hier irgendwie aufs Land gehen. Ja. That's the way. Aha, aha, we like it. What? Ist das neu errichtet worden? Das gefällt mir aber gar nicht. Was erforschen wir hier gerade? Nichts. Sehr gut. Denn dann brauchen wir vielleicht ein paar neue Krieger. Schleuderschützen erstmal. Ach ja, tatsächlich. Der Handwerker hat mal eben schnell ein Schiff gebaut und fährt hier über den kleinen See. Was soll denn das mit den Barbaren? Richten die immer wieder neue Außenposten oder wie ist das? Ich kann mich nicht auf zwei Außenposten gleichzeitig konzentrieren. Soll ich meinen anderen Schleuderschützen wieder zurückholen und den Krieger auch? Wo ist denn der andere Schleuderschütze? Weiß ich nicht. Ach, geh mal hier den kürzesten Weg nach da oben. Hier ist der, dann kann ich den tatsächlich schon noch da schicken. Dann kriege ich noch einen und vielleicht kann ich die endlich kombinieren, aber wahrscheinlich muss ich das erst freischalten. Der hier, der soll mal noch hier unten kommen. Das ist ein sehr weiter Weg. Ah, hier sind Berge, deswegen kann er da nicht lang. Ach so, dann habe ich eine Idee. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Oh, hier habe ich ein neues Dorf gefunden. Ich weiß nicht, ob ich den in das Schiff packen kann. Wenn das so geht, ist das ja super. Oh, sehr schön. Das ging ja flott. Mit dem ziehe ich auch gleich nach hier vorne. Mit dem nach hier. Und wir erforschen einen neuen Krieger. Alter, wieso so viele Krieger? Ich will doch eigentlich forschen. Ich will leben. Ich will den Leuten was bieten und nicht Krieg führen. Erstmal das Ding hier trockenlegen. Oh, ich krieg 38 Nahrung dafür. Sehr schön. Guter Deal. Oh, jetzt ist er auch weg. Ich glaube, ich baue wirklich einen Hafen. Hier verschwinden die Fische. Aber ich baue das hier hin. Hier bekomme ich schön plus 2 Gold. Und da wird der Hafen gebaut. Ach, herrlich, das sieht echt gut aus. Muss mal wieder die Farbe ändern. Tageszeit.
Wenn ich das Häkchen einfach wegmache, ändert sich nichts. Na gut. Irgendwie war das vorher bei auf 11 Uhr irgendwas. Machen wir trotzdem animierte Tageszeit. Mal gucken, ob sich da was ändert. Und wieso steht da App? Gibt es eine App? Achso, nee. Intro-Video anzeigen. Habe ich bereits schon entfernt. Annehmlichkeit minus 1. Was heißt das? Muss mir mal hier diese schöne Übersicht anschauen. Nicht-Nahrungserträge. Annehmlichkeiten. Durch Unterhaltung 1. Gesamte Annehmlichkeiten 1. Luxusgüter verbessern. Ach ja, deswegen baue ich nochmal einen Hafen. Nee, so funktioniert das nicht. Modernisierung, platzieren Bauernhof, Fischerboote, Weide, Plantage, Jagdlager. Ja, habe ich doch hier begonnen. Ja. Hier oben könnte es auch ein bisschen besser werden. Ja, das weiß ich alles. Aber wir sind ja noch mittendrin. Das ist ja quasi noch der Anfang. So eine Sif-Runde dauert ja länger. Und deswegen geht es auch beim nächsten Mal erst wieder weiter. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war heute, also jetzt gerade, eine sehr ruhige Episode. Aber das muss auch mal sein. Ja. Erstmal so ein bisschen sich nochmal sortieren, ja, bevor man hier wieder angreift. Ein bisschen den Überblick bewahren. So funktioniert das bei Civilization. Mich würde sehr interessieren, was ihr über meine Map denkt. Ich war ja noch nicht hier oben, aber hier scheint es noch eine Insel zu geben. Das könnte einiges ändern. Aktuell finde ich ja, dass ich eine relativ gute Position habe. Ich hatte einen scheiß Startpunkt, aber ja, ich finde ansonsten habe ich hier unten zumindest Platz. Die hier oben, die bauen schon eng an eng. Das wird hier echt noch zu Streitigkeiten führen, während ich hier unten noch ordentlich Platz habe, wenn ich es jetzt richtig mache. Vielleicht habt ihr noch ein paar Gedanken dazu. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen in den Kommentaren oder privat per Privatnachricht. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich spiele Civilization 6.